und willkommen zu Endling. Dann versuchen wir mal irgendwie zu überleben und wünsche viel Spaß. Dann wollen wir doch mal in die nächste Nacht starten. Bin gespannt. An sehr hohen Abgründen kannst du nur herunterspringen, okay? Da schaffe ich es nicht nach oben. Okay, nix. Nix Neues. Aha, die Fragezeichen könnten auch wieder einfach nur Kratzbäume und so sein. Da bin ich mir nicht sicher, ob da was Sinnvolles ist. Da hinten würde ich gern hin. Komme ich da hin, wenn ich den Weg jetzt komplett durchlaufe? Das machen wir mal. Ich hoffe, ich finde irgendetwas auf dem Weg. Will ich da unten lang? Nein, will ich nicht. So, wir müssen dann wahrscheinlich wieder aufpassen, wenn der Dude da immer noch ist. Oh, da ist Blut. Warum ist da Blut dran? Das gefällt mir gar nicht. Ah ne, da sind wahrscheinlich einfach nur rote Punkte von den Holzfällern dran. Da ist wieder der Dude. Er bleibt auf Jagd. Ja. Irgendwie muss ich an den noch rankommen. Ich weiß bloß nicht wie. Und was ist das da hinten für eine Hütte? Die scheint ganz gut belebt zu sein. Hier lang? Ne, da ist eh zu. Also nehmen wir mal den Weg. Wir bräuchten unterwegs auch was zu essen. Das wäre ganz nice. Aber hier gibt es nicht so viel. Um ehrlich zu sein. Hä? Du wirst aber da rüber springen können. Ich wollte schon sagen. Was ist hier? Das kann ich nicht machen. Warum auch immer. Wo bin ich jetzt? Aha, okay. Das ist ein Holzfäller, der ist nicht so schlimm, der ist beschäftigt. Ah. Oh, interessant. Oh, interessant. Denn sein Bau ist wie ein Teleporter. Das ist schon ein bisschen cool. Aber hilft mir gerade irgendwie überhaupt nicht. Das ist jetzt doof. Grundlegend ganz cool. Aber bringt mir gerade nichts. Warum sind jetzt hier plötzlich so viele? Ich will eigentlich in die andere Richtung. Ich muss ja eh irgendwann wieder nach Hause. Zum Glück sind die abgelenkt. Gibt's hier irgendwas? Nee, hier ist nix. Kommst du wieder runter, kleiner Mann?
wie am Ende noch so ein bisschen gepurzelt ist. Es ist schon ein bisschen putzig. Naja, davon haben wir noch eine Kleinigkeit zu essen. Die nehmen wir natürlich mit. Okay. Wir müssen zurück. Ja. Kommt mit. Hier kann ich zum Beispiel nur runterspringen, ich verstehe. Nehmen wir noch mit. Gönnt euch das? Ihr kleinere Bauken. So, hier ist das, wo ich hin will, genau. Ja, mittlerweile ist am Haus auch eine Falle. Ja, frech. Ah. Dankeschön. Dann mal schön weiter. Nee, da waren wir schon. Da ist nix. Die Nacht ist rum. Wir müssen zurück. Kommt ihr, kleinen Racker? Wir sind spät dran. Oder früh dran. Je nachdem. Oh, halt. Hier müssen wir hin. Das wäre fast schief gegangen. Aber wir sind wieder da. Rein in die gute Stube. Das ist schlecht. Warum ist da jemand direkt vor der Tür? Das ist gar nicht so cool. Ich hoffe, die sind weg in der Nacht. Über die Dachstunnel kannst du schnell reisen. Ja, wow. Danke, dass du mir das erzählst, nachdem ich das entdeckt habe. Das finde ich beeindruckend. Oh, wir haben eine neue Spur. Kinder. Kinder, ein bisschen Tempo wäre ganz gut. Wir müssen nebenbei auch noch zumindest ein bisschen Futter suchen. Ah, kommt ihr klein? Ihr passt da dreimal durch das Loch. Das klingt sehr nah. Das Holzgehacke. War wahrscheinlich gerade so außerhalb der Karte. Der war das bestimmt. Was ist das? Was soll das darstellen? Sehe ich gar nicht. Na, Töchterchen fand das nicht in Ordnung. Okay. Kommt hier Racker? Ach, hier ist am Fuchsbau. Okay. Da war ich da aber schon letzte Nacht. Ah.
Ah, da. Ein Kuscheltier? Ein Teddybär? Ja, Töchterchen mag das gar nicht, dass Papa das macht. Aber Papa lässt sich nicht beirren, was das angeht. Was natürlich schlecht ist. Für uns zumindest. Das Essen ist schon wieder halb runter. Wir brauchen schnell noch was zu essen, auf jeden Fall. Ich rieche was zu essen. Aber ich rieche auch das. Zeitung, Flyer. Fell für Geld. Ja, natürlich. Aber Töchterchen hilft. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Kommt hier klein. Ich wette, der läuft zum nächsten Dings. Ja. Habe ich. Ja. Gönnt euch. Ihr werdet es brauchen. Okay, wo bin ich jetzt? Oh, der ist gar nicht mehr da. Oh. Okay. Das ist interessant. Oh. Okay, was auch immer die da machen. Oh shit. Nee. Ich kann nicht rennen. Die Nacht ist bald rum. Der läuft bestimmt immer noch in die Richtung. Hier war irgendwo noch eine Falle. Jo. Ja, mir geht's besser. Kommt hier, kleinen Racker. Wir nehmen jetzt den Weg zurück. Und eigentlich brauchen wir noch was zu essen. Kommt. Ah, das ist noch ein scheiß weiter Weg. Das ist fast günstiger zu teleportieren. Ah, hier lag zum Glück wieder was. Das ist gut. Hier liegt auch noch was. Ess das. Gut. Kommt. Ja, wir haben es eilig. Dürfte ja nicht mehr so viel sein, oder? Ja, dafür ist aber auch alles vermüllt. Hier ist richtig alles im Arsch. Rein da. Ja, ist schon ein bisschen dezent erschreckend, muss ich mal so sagen. Wie das da aussieht. Okay. Eine weitere Nacht steht an. Boah. Das ist, Spiel kann er nicht fertig machen. Schleiche, um nicht gehört zu werden. Ja. Das ist, schleu. Hat sich irgendwas verändert? Natürlich nicht. Aber ich könnte da oben mal schauen. Da müsste ich doch theoretisch auch hinkommen. Das heißt, ich gehe jetzt in die andere Richtung.
Dann rechts rum, dann direkt wieder rechts. Okay, kommt mit. Ach ja, hier. Ja. Kommt mit. Aha. Oh, und dann hier gleich direkt wieder, ne? Ja. Dann entgehen wir auch dem Piepmatz. Oh, hier ist aber auch schon alles ausgedörrt. Hier findet man, glaube ich, keine Nahrung mehr. Wenn jetzt hier nicht noch irgendwas leben sollte. Da will ich nicht lang, also dem Weg weiter folgen. Da war ich schon mal, da hatte ich das hier runtergeschmissen. Oh, da sind nochmal Bären. Da. Guten Hunger. Okay. Jetzt brauche ich nur noch dem Weg folgen. Und dann müsste ich theoretisch dort ankommen. Bin mal gespannt. Lagerfeuer. Das ist schon mal nicht so gut. Was ist hier drin? Ach, das kennen wir doch. Das war das, wo ich auch nicht durchkam. Da. Ein Pilz. Okay, das ist ganz cool. Wir gehen weiter. Ja, ich rieche was. Ist bestimmt nur Müll. War es nicht so? Ja. Aber nehmen den mal mit. Den gibt's unterwegs. Ein bisschen als Wegzehrung. So, diesmal bitte nicht runterfallen. Danke. Ah, da hinten. Wow. Okay. Ich gehe erstmal geradeaus. Ist mir zu riskant, da hin zu gehen. Okay. Ich würde geradeaus weitergehen. Na, Piepmatz. Da könnte ich auch rein. Ja, lass uns mal gucken. Da kommt ihr klein. Ich kann hier nicht rein. Stehe ich? Ja? Na, kommt Kinnings. Esst was? Da kann ich nur so rum und so rum. Da könnte ich aber da hinten lang. Theoretisch muss ich da rein, aber halt vorne. Genau, lass uns mal gucken, ob wir da irgendwie reinkommen. Fuck. Ich muss das halt früher machen. Wo will er mich jetzt eigentlich hinleiten? Wahrscheinlich da so links rüber und dann da raus. Mist. Nee, wir schaffen das heute nicht mehr. Nicht in dieser Nacht.
Da wollen wir nicht lang. Kommt, Kinder. Trainiert mal ein bisschen. Das mit dem Laufen muss irgendwann mal schneller gehen. Wir müssen eigentlich nur gerade durch, ne? Bis dahinter, genau. Da ist halt so überall gar nichts mehr. Wir müssen also zwangsläufig sowieso in das andere Gebiet wieder zurück. Aber ich würde gern noch das Fragezeichen in der Fabrik mir angucken, auch wenn es sehr riskant ist, das zu tun. Und ihr kleinen Racker. Ja, komm, noch ein bisschen Liebe. Ja, war das jetzt Liebe für beide, oder? Ich hoffe mal. So. Und direkt in die nächste Nacht. Ein Huhn wird erschrocken aus seinem Gehege springen, wenn es Gebrüll hört. Ja, toll. Okay. Ausrufezeichen ist weg. Ist das nur, wenn man da in der Nähe ist, oder? Wir folgen jetzt erstmal dem Weg. Dann will ich in das andere Gebiet zurück, wenn das Fragezeichen weg ist. Hier müssen wir runter. Muss ich da wieder hoch? Nein. Ah, ich hätte da hochgehen sollen. Obwohl, das kann ich immer noch. Ist sogar sowas von richtig. Zack. Zack. Ja. Auch wenn komplett ausgedorrt, ein bisschen was ist noch dran an den Dingern. Ja, wir sind gleich da. Da ist es. Ah, hier. Da. Rein damit. Das scheint immer wieder da zu liegen. Das finde ich eigentlich ziemlich geil. Ah. Wieder ab ins andere Gebiet. Und hier, naja, hier ist halt alles noch dicht. Der Dude ist wieder da. Von hier aus käme ich auch in die Fabrik. Okay. Den Weg, den ich jetzt habe, würde ich einschlagen. Mhm. Was höre ich da? Ist das allgemeine Musik? Ich glaube ja. Obwohl, die kommt nur von rechts. Kommt, Kinder. Oh, da hinten sitzt jemand und spielt Musik. Da würde ich gerne hin. Da muss ich aber eins weiter. Kann ich hier? Nee. Ah, das kriegen wir hin.